Moin moin Menschen mit Gott, heute spielen wir Legend of Keepers. Los geht's nach dem Intro. Nicht so viel Zeit verlieren, wir fangen gleich an zu spielen. Wir haben also die Auswahl, drei Spielstände zu machen, das ist immer ganz schick. Are you a slave master in search of something new? Are you an enchantress with an ever insufficient magic budget? Are you a misunderstood genius? Sign up with the Dungeons Company. Assemble your ideal team, train your monsters to defend our treasures from ever stupider heroes. Feel free to give us a call by crystal ball at and become a part of the Legend of Keepers. Congratulations and welcome to the Dungeons Company. As you saw on the job posting, your main task is to protect the treasures we keep in our dungeons. We don't have much time to spend training you, so please keep up. So, da begrüßt uns ja eine nette Empfangsdame der Dungeon Company oder Dungeons Company. Witzig finde ich, das erinnert mich so ein bisschen an das Brettspiel Dungeon Lord. Oder auch den Dungeon Pets später, aber Dungeon Lords hauptsächlich, wo man auch versucht, den Dungeon vor bösen Helden zu schützen. Weil die wollen ja einfach auch nur wohnen. So, und das hier scheint ja das gleiche zu sein, bloß eben als PC-Version. Das heißt das gleiche, aber will ich jetzt nicht sagen, es gibt auch Dungeon Lords im Steam Store, glaube ich. So, aber jetzt erstmal Glückwunsch zum neuen Job und willkommen bei der Dungeons Company. Wie du schon bei der Stellenanzeige gesehen hast, ist deine Hauptaufgabe, die Schätze in unserem Dungeon zu beschützen. Wir haben nicht viel Zeit, dich zu trainieren, also pass bitte genau auf. Heroes keep coming to try and take our treasures. The marketing team has worked hard to promise gold and glory to these idiotic adventurers. We have a little time before they get here, so let's place our traps and our employees to prepare a defense. Ich überlege fast, ob ich das englische Quatsch rausschneide, aber gut, wir machen mal weiter. Helden kommen, um unsere Schätze zu rauben. Unsere Marketingabteilung hat diesen blöden Abenteuern Ruhm und Reichtum versprochen. Wir haben nicht viel Zeit, bevor sie ankommen. Also bereiten wir uns vor, indem wir ein paar Fallen und Personal platzieren. Platziere eine Falle. Knochenkatapult. Cool, man sieht unten, wie es aussieht. Hier sieht man die Helden. Eine Speerin, ein Schurke und ein Barbar, alle mal Level 1. Der Schurke ist halt, ach Quatsch, der Schurke, der Barbar ist halt hier vorne, 30 körperlichen Schaden, wendet kaputte Rüstung 3 an, also die haben irgendwelche Fähigkeiten noch, was die Rüstung um 40 reduziert, nicht um 3. Ja, was haben wir noch für ein Talent? Wendet zu Beginn jedes Kampfes aufgebracht 3 bei allen Helden an. Kann ich das hier lesen, was das sein soll? Verursacht Schaden und Moralverlust um 30% erhöht. Also der macht einfach alle Ansporn sozusagen. So, der Schurke, der wendet Gift an, wendet 4 Gift beim Monster mit dem höchsten Leben zu Beginn jedes Kampfes an, okay, ist schon mal ungünstig immer. Der Bogenschütze schießt halt von hinten, berührt die Aktivierung der ersten normalen Falle bei Begegnung. Was ist das hier, ist das nicht eine Falle, ja. So, jetzt wissen wir ungefähr erstmal, was die Helden können. Hier haben die auch so richtig Stats von Feuer, Eis, Rüstung, Natur und Luft. Bisschen merkwürdig ist die Sortierung, Rüstung in der Mitte, aber gut, besser als wenn es so halb-halb irgendwo wäre. Also, was heißt halb-halb hier an zweiter oder an vierter Stelle? Ich hatte eigentlich gedacht, es ist entweder oben, unten oder im Tier die Mitte, ist aber auch nicht wohnt. So, wir haben Treffer, was ist das hier eigentlich alles? Geschwindigkeit, Angriffskraft, Moral vielleicht? Gut, wer besteht den erstmal? Wir lassen in jedem Dungeon einen Raum frei. Du kannst ihn dazu verwenden, die Abenteuer mit einem deiner Lieblingszauber zu überraschen. Manche Räume sind für Kämpfe reserviert. Die mag ich am liebsten. Analysiere jeden Abenteuergruppe genau. Deine Angestellten zählen darauf, dass du eine effektive Strategie vorbereitest. Achte auf die Angriffe und Resistenzen von Kämpfern. Sie sind entscheidend für den Sieg. So, was haben wir hier? Der macht Moral will er, Moral. Ja, die Moral will er senken. Luftschaden. Feuerschaden. Und
körperlicher Schaden mit Bluten. So, warte ganz kurz nochmal schauen. Also, die haben Probleme mit Eis. Der hat Probleme mit Eis, der mit Feuer und der auch mit Eis. Ja, Luft ist auch noch okay. Und dann, ja, Luft nur gegen ihn, ja. Hm. Der hat halt Feuerresistenz. Also eigentlich bei allen was unterschiedlich ist. Fast egal, was ich denn nehme. Aber Bluten ist vielleicht gar nicht so verkehrt. 60 Feuerschaden auf den Hintersten, auf den Bogenschützen. Er hat keine Feuerresistenz. Ja, minus 30 Moral ist, glaube ich, dann nicht mehr notwendig. Obwohl, die hat 160. Wenn von zwei Beeinträchtigungen, da weiß ich ja nicht, was das Knochenkatapult jetzt richtig reißt. Minus 9 Moral wendet demoralisiert an. Minus 10 Moral im nächsten Zug. Das ist für alle, okay. Was macht der Schönes? Erstmal Minus Moral für vorne. Ich weiß halt nicht, was die Moral ausmacht. 40 Luftschaden wendet demoralisiert an. Auf wen? Auf den Hintersten. Das ist auch nicht das Geilste. Sie haben die Auswahl zwischen so einem fetten Ork, einem Skelettmagier so ein bisschen und einem Geist. Komm, wir nehmen mal den hier, wa? Oder kann ich alle drei platzieren? Was ist eigentlich besser? Ob der Geist da in der Mitte oder da vorne? Wenn da vorne... Heißt das, wenn da vorne... Ne, der greift den vorne an. So rum wahrscheinlich. Und dann würde ich doch den Geist hier hinten platzieren. Okay, da. Ich dachte erst, ich kann nur einen nehmen, aber ich kann ja alle drei reinklatschen. Ah, das ist unser Boss, wa? Okay, alles anscheinend Morale senkt, das Knochenkatapult. Das hält einfach mal an. Jetzt kommt der Zauberraum, lasst keine Gnade walten, wendet aufgebracht auf die nächste Monstergruppe an. Das heißt, die sind alle wütender, was verursacht Schaden und Moralverlust um 30% erhöht, ja. Okay, der Raum ist also nur für den Zauber, wie ihr sie sagt. Der Job beinhaltet auch das Drangsalieren dieser unbedeutenden Menschen. Arbeit erschließt die Spaß machen. Du kannst sie natürlich auch töten oder so sehr terrorisieren, dass sie wie Bauerntölpel fliehen. Du hast die Wahl. Vergiss nicht, dass im Kampf die schnellsten einer zuerst zum Zug kommen. Okay, ich kann also entweder ihre Treffer runterkloppen, um sie zu killen, oder so demoralisieren, dass sie sich alleine verpissen. Wird witzig, dass hier hinten scheinbar ein Held quasi am Rösten ist. So, wie ist das jetzt mit den Angriffen? Ich habe hier hinten zuerst dran, weil er anscheinend schneller ist. Das hier oben sind meine Räume, war der Fallenraum, der Magieraum, der Monsterraum und der Meister, also der Boss, den ich habe. Okay. So, der macht das mal vorne Moral senken. Das haut ja ordentlich rein. Da, der ist ja schon mal richtig am Arsch. Besorgt. Der erlitten Schaden ist erhöht. Ah, hier sieht man richtig mal endlich, was das heißt und was das bringt. Wachsam erlittener Schaden um 15% erhöht. Wenn er wachsam ist, das klingt ein bisschen komisch. Besorgt, okay. Und rasend ist natürlich richtig kacke für die Helden. Verliert 15% der maximalen Moral des Helden, wenn ein anderer Held besiegt wird. Ah, okay, wenn ich also noch welche umbringe, dann sind die anderen natürlich noch mal ein bisschen bitter beeinträchtigt. Ich kann jetzt noch nichts auswählen hier, der hat zwar mehrere Sachen, aber ich muss hier nehmen, was sie mir sagen. Ja, Gift hier halt von dem Schorken, denke ich mal, ja. Genau, 60 Naturschaden, 3 Gift. Das macht halt 35 Naturschaden beim nächsten Zug. Hm, wie viel Treffer hat er eigentlich? Da, 69. Okay, ist alles nicht so toll. So, der schreit einfach nur, oder alle Moral verlieren. Der hier vorne ist halt richtig dolle besorgt. Ah, leider sieht es aus, als wenn mein Held aber auch langsam fällt. So, wenn wir jetzt weiter die Moral senken, dann müsste der erste wegrennen, oder? Ja, der Barbar haut Angst. Haut vor Angst ab. So. Scheiße. Der Schorke schießt meinen Geist weg. Dafür kriegt er einen fetten Feuerball rein, der leider nicht reicht, um ihn zu töten. Und damit ist meine Monstergruppe besiegt. Ich muss der Boss ran. Wir wollen unbedingt meinen Schatz haben. War cool hier hinten, wie es gestaltet ist.
wie hier noch welche rumhängen. So, wir können hier einen Peitschnieb machen, der ordentlich reinknallt. Wir können den hinten einfach umlegen. Oder vorne die Moral kräftig senken. Ich glaube, wir legen den hinten einfach um, oder? Der trifft sogar beide. Noch besser. Oha. So, wir können den jetzt umlegen. Und verheilen es dadurch sogar noch. Du hast es geschafft. Ich habe sofort gewusst, dass Potenzial in dir schlummert. Wir von der Dungeons Company belohnen Talent und schätzen Ehrgeiz bei unseren Angestellten. Greife nach den Sternen. Hiermit endet deine Einweisung. Wir sehen uns nächstes Jahr bei der jährlichen Leistungsbewertung wieder. Wenn du deinen Job gut machst und die Schätze verteidigst, winkt schon bald eine Beförderung. Torture, it's a passion. So, wie mir scheint, haben wir hier also auch noch eine hübsche Karte. Ist halt alles so ein bisschen pixel-lookig. Pixel-lookig. So, unser Sklavenhalter also. Level 1, der steigt also auch noch, hat Talente. Okay. Ein Talentpunkt haben wir. Wenn ein Monster besiegt wird, erhält der Meister mit einer Chance von 10 bzw. 20% Panzer 1. Die Chance ist mir viel zu niedrig. Verleiht dem Meister eine Chance von 50 bzw. 100%. Also, ja, Stufe 1 und Stufe 2 kann man ja zweimal aufwerten. Aufgebracht zu halten, wenn er Schaden erleidet. Verursacht der Schaden und Moralverlust um 10% erhöht. Das ist auch nicht so geil. Einschüchterung verursacht mehr Moralverlust. Das ist vielleicht nicht mal so schlecht zum Ende hin. Weil die dann alle mehr Schaden erleiden. Gerade wenn alle bluten. Ich würde kein Bluten mäßig machen. Wenn ein Held von einem Monster besiegt wird, erhält die Monstergruppe mit einer Chance von 100%. Aufgebracht 3. Verursacht Schaden und Moralverlust um 30% erhöht. Sind einfach nur die Zauber, wenn der... Oh, guck mal, Trainingspreis von Monstern. Fügt Skeletthund zu den Stadtmonstern hinzu. Fügt Vampir zu den Stadtmonstern. Hier haben wir was mit brennende Peitsche. Hier haben wir mehr Geschwindigkeit für den. Okay. Moralverlust. Das in der Mitte scheint so ein bisschen Moral und Feuer, finde ich, zu sein. Das hier scheint so ein bisschen Blutenrichtung zu sein. Das ist so immer, wenn ein Monster besiegt wird. So ein bisschen mehr die Standard, dass er länger aushält. Dieser Zauber ist ja vor dem Monsterraum. Wenn die also da das aufgebracht bekommen, macht meine Gruppe mehr Schaden. Komm. Was haben wir hier noch für eine schöne Anpassung? Sammelt Erfahrung. Ach, guck an. Können wir hier hochpushen? Dann kriege ich mehr Erfahrung. Allerdings sind die Helden stärker. Halten das Gold. Ich kriege mehr oder weniger Gold. Also man kann so ein bisschen zumindest hier noch anpassen. So, okay. Wie schwer geht das wieder runter aus? Okay, leicht ist einfach fast alles. Okay, dann bleiben wir einfach bei normal. Das ist einfach, ich kann es selber einstellen oder am Schwierigkeitsgrad machen. Mod, ja, Mod wollen wir jetzt hier nicht. Auf Twitch gibt es auch eine Anbindung. Bei Spieldauer gibt es halt nur normal oder nochmal extra lang, wenn man richtig lange Bock hat. Man kann ja anscheinend neue Helden freischalten. Das heißt Helden, das stimmt ja gar nicht. Neue Dungeon Keeper. Let's get to work. Willkommen in der Company, Morg. Ich freue mich, dass du bei uns bist. Wir brauchen deine sagenumwobenen Management-Techniken. Du übernimmst die Verantwortung für ein kleines Team im alten Kaiserreich einer Region, die von Menschen überrannt ist. Deine Aufgabe besteht darin, die Menschen in der Region zu versammeln und ihnen beizubringen, wie sie sich verteidigen. Mach tolle Angestellte aus ihnen, die bereit sind, ihr Leben mehrfach für die Company zu geben. Wähle eine Aufgabe. Ja, okay. Dann gibt es hier noch Händler in Woche 2, Trainer, Techniken. Okay, ich kann also jede Woche immer was wählen, was ich machen will, oder kann ich alles davon machen? Fangen wir mal mit Abenteuer an. Vorbereitungsphase. Das ist einfach mal cool, dass man nicht die Helden spielt,
sondern sich jetzt hier sein Dungeon zusammenbastelt. So, wir haben hier einen Schurken diesmal, einen Novizen und einen Lehrling. Also scheint so ein bisschen magielastiger zu sein. Guck mal, die hat wenig Rüstung, die hat auch nicht so viel Rüstung. Beide haben bei Luftprobleme, alle haben bei Luftprobleme, Luftangriffe. Verursachter Schaden, okay. Moral wendet demoralisiert 2 an. Wie ist denn ihre Moral eigentlich? Wenn ich jetzt wüsste, wie das zu Bernahkämpfern ist. Ich sehe bloß, dass sie relativ schnell sind und der hier vorne ist gar nicht mal so schlecht, was den Schaden angeht. Wobei, hier Feuerschaden und Eisschaden ist sicherlich auch kacke. Okay, Eis macht irgendwie auch nochmal den maximalen Lebensbezug senken, oder was? Und das nimmt die Beeinträchtigung von denen runter. Okay, also noch ein ekliges Talent dabei. Also beeinträchtigen ist vielleicht gar nicht mal so gut gerade, sondern eher direkten Schaden machen. Das ist halt nicht allzu viel Schaden, aber das Bluten vielleicht. Wirkt das denn noch einmal wenigstens? Komm, nehmen wir. Wir nehmen mal die Kreissäge. Es sieht cool aus, wie das hier so platziert ist. So, hier nehmen wir den, denke ich mal, wieder nach vorne. Der hier hat nur 50 Treffer, ist ja gar nichts. Der ist halt nur schneller, also so ein bisschen mit Schurke mit Schild oder so wirkt das so ein bisschen. Der olle Goblin. Goblin, Ork und Skelettschütze. Na gut. Den greifen die eigentlich zuerst an. Vorne, vorne, vorne. Die greifen immer vorne an. Gehen also durch. Okay. Ach, guck, jetzt haben wir nochmal einen Monsterraum. Oh, was ist das hier für ein fetter. Ein Yeti-Go. Also ein Yeti. Der hat relativ viel Eisschaden. Auf den hintersten. Der hat also den dreckigen Magier da hinten weg, genau wie er hier. Der Yeti hat auch mehr Treffer. Und die greifen halt alle immer nur den vordersten an. Na, dann können wir doch. Wie viel Treffer hat er? 120, 110. Na, dann machen wir so die Reihenfolge. Und nochmal ein Fallenraum. Komm, nehmen wir nochmal ein bisschen. Demoralisieren, auch wenn es, glaube ich, nichts bringt, wenn die hier noch lebt. Und hinten halt unser Standard-Keeper. So, erstmal die Heldengruppe teilen. Hat er einen Arm verloren? Sag mal, wirklich? Hat er den verloren? Sieht krass aus. So, aber alle sind so noch voller Moral. Sind noch alle motiviert. Allzu viel Blutschaden ist es jetzt auch nicht. So, wir haben jetzt entweder dem hintersten 35 Schaden zu fügen, das sieht man schon da an dem Dunkel hervorgehobenen, oder den vordersten vergiften. Ich glaube, vergiften ist fast erstmal besser. Hält halt bis zum Ende. Zack. Auch wenn die das hier irgendwie wegnehmen kann mit irgendeinem Talent. Ach nee, er hier. So, wir könnten auch hinten wieder vergiften. Oder alle vergiften. Komm, wir vergiften alle, weil die Fähigkeit hier nimmt ja bloß von dem mit dem meisten Stab hin. Achso, von den meisten. Ah, der würde also überall das Gift jetzt runternehmen wegen den meisten. Ah, ich dachte nur bei einem Helm. Okay, gut, der vorne ist fast weg. 4 Treffer oder noch. Kann er jetzt noch einmal kloppen. Oder die Moral senken. Damit die mehr Schaden erleiden. Ach, wir kloppen den vorne nochmal weg. So viel hat er nicht mehr. Jetzt vergiftet ist er, glaube ich, wirklich raus, oder? Wie viel Schaden macht das? 15 und 15. Und der hat noch 39. Dann sehe ich irgendwann, wann er dran ist danach. Na dann. Müsste es jetzt reichen oder darf der nochmal vorher? Nee, okay. So, habt ihr erstmal ein bisschen Moral verloren da hinten. Giftpfeil auf den hintersten. Zick. Ich glaube, die kommen nicht mehr allzu weit. Ah. Beide nochmal? Gift? Wie das aussieht. So, dann müsst ihr die hinten jetzt gleich ablevelt, oder?
Hasklausel wegklopst, 16 Treffer hat sie noch und 10 Schaden erleidet sie, naja. Das heißt, jetzt hat sie noch 2 Treffer, 5 Schaden erleidet, sie ist also gleich weg. Und den vordersten machen wir erstmal eine brennende Peitsche rinknallen. Bumm. Hallo, ich glaube, das war's gleich mit euch. So, wie viel macht das Feuer? 5% im maximalen Leben. Okay, damit kriege ich ihn also so schnell nicht tot, aber das hier reicht auch aus. Bumm. Zwölf? Was? Von toten Helden gesammelt. Ach. Hier steht Helden getötet 12, aber anscheinend ist es einfach nur, dass die alle mal so Blut fallen lassen. Das sind jetzt also Ressourcen. Ich habe Blut, wie hier auch steht, von Helden gesammelt. Schade, dass das von nicht ganz drin ist, dass das Feld ein bisschen draußen ist, aber gut. Hätte auch ein Stück Rubrik. Naja, egal. So, von verwundeten Helden gesammelt auch die Tränen und Rohstoffe, die der Welt regieren. Das Geld. So, was haben wir denn? Also, ja, Tränen vielleicht, wenn die mit Moral sterben? So, nach dem Motto, die heulen sich aus und rennen weg. Und das Gold kriege ich einfach so. Und jetzt kann ich irgendwie auswählen, oder was? Hm. Das Skelettbude sieht ganz cool aus. Echt schwierig, ich finde eigentlich auch den hier mit der fetten Keule ganz cool. Und ihn mit dem Eis, wenn ich die Gegner auch nochmal schön Eisschaden reinknalle. Ah, schön Moral mitsenken. Jeder kann eventuell lähmen. Oder Rüstung senken, ist natürlich auch sehr geil. Na gut, der macht nur 8 Schaden, Naturschaden. 8 Moral und verlangsamt die Gegner. Feuerschaden auf den vordersten, wenn Flammengeist auf Monster vor Skelettbude an. Mhm. Ja, der kann halt verbrennen. Der kann halt verlangsamen. Und der macht halt Rüstungen put. Schwierig. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Ich finde einfach alle geil. Scheiße, Mann. Kommen wir in dem Rüstungen. Wirklich. Wenn du dir denken kannst, gehört das wie du dir denken kannst, gehört das Sterben nicht zu den allerschönsten Erlebnissen. Zum Glück kann unser Lichtdoktor deine Angestellten kostenlos wiederbeleben. Das ist doch was Feines. Aber ins Land der Lebenden zurückgeholt zu werden, ist demotivierend. Wenn man einen Vorgeschmack auf ewigen Frieden genossen hat. Wenn deine Angestellten zu häufig sterben, erleiden sie möglicherweise einen Burnout. Das ist sehr witzig. Du solltest die Moral deiner Angestellten ernst nehmen. Gönne ihnen ab und zu eine Pause und schicke sie in die Garnison. Die Gelage, die nach einer siegreichen Verteidigung veranstaltet werden, sorgen dafür, dass sie sich wieder ins Getümmel stürzen wollen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass es die Garnison ist und nicht einfach nur eine Taverne oder sowas. Aber gut, das ja. Na gut. So, was haben wir denn nur? Also jetzt ist die Motivation bei denen allen 2 Punkte niedriger. Der hier hat am wenigsten Motivation. Die Goblins sind anscheinend faul zu kämpfen. Der Ork hat voll Bock. Und die Skeletttypen so mittelmäßig, wie es mir scheint. Oder hätte ich einen auswählen müssen? Mit Hilfe der Teamverwaltung kannst du auswählen, in welchen Raum deine Angestellten während der Vorbereitungsphase eines Dungeons platziert werden. Besiegte Angestellten verlieren zufällig 1 oder 2 Motivationen. Ah. Wenn die Motivation eines Angestellten auf 0 fällt, erleidet er einen 10-wöchigen Burnout. Autsch. Deine Angestellten erhalten 3 Motivationen zurück, wenn sie während der Verteidigung eines Dungeons in der Garnison bleiben. Ja, also wenn ich sie zu Hause lasse, heilen sie sich um 3. Wenn sie umfallen, gibt es 1 bis 2 Apizoren. Und wenn umgefallen sind, 10 Runden oder 10 Kämpfe lang. Also ultra lang am Arsch. So, hier gibt es auch noch die Fallen. Die können auch, okay. Die haben aber keine Motivation. Gut so, dass die Fallen keine Motivation haben. Ja, da ich ja hier noch ein paar Leute habe. Ach, guck mal, Raum 1, Raum 2 richtig. Raum tauschen. Ja, meine, bisher kann ich sie dann noch drinnen lassen. Alles schick. Ich habe nichts im Vorrat. Das ist bloß nochmal Einstellungen. Okay. Oh, fast Hauptmenü gedrückt. Raum tauschen will ich nicht.
So, wir haben Händler. Kaufe diesem skrupellosen Händler Monster und Fallenabwehr. Das wäre nicht schlecht, damit ich welche zum Ausruhen habe. Bezahle Gold, um deine aktiven Monster zu trainieren. Ist auch nicht verkehrt. Bezahle Gold, um deine aktiven Fallen zu verbessern. Fallen finde ich bisher noch nicht ganz so toll, aber vielleicht, wenn man bessere hat, andere. Na, wir bleiben auch mal beim Händler. Was haben wir denn hier Schönes? Den Skelettbullen, die kriegt ja. Jo. Knochenhaufen finde ich sehr, sehr witzig. Also generell, ich finde die Monster alle sehr cool. Das Spiel hat übrigens auch noch, ich glaube, drei Erweiterungen. Die habe ich jetzt alle hier nicht mit drin. Also, da denke ich mal, gibt es auch noch Monster. Guck mal, ich kann die sogar erneuern. Refreshen. So, der Knochenhaufen macht halt Moral. Springt zum Helden hinter dem Ziel, wenn das Ziel von demoralisiert beeinträchtigt ist. Okay, also hiermit ist halt hauptsächlich Moral senken. Der macht sonst nichts, okay. Der ist wirklich nur dafür da. Hat er keine Treffer? Hat er keine Werte? Nee. Die haben Werte und der hat keine Werte. Mhm, das heißt, die könnte ich einfach immer mit liegen haben. Im ersten Raum. Da brauche ich nicht so viele Monster, die umfallen können. Hm. Schwierig. Luftschaden, Hast. Das sind meine Schneller. Und Müdigkeit, wo sind 3%? Okay. Ist halt so ein bisschen so ein Debuff, wa? Frag mich, was hier oben das Symbol noch dazu heißt. Gibt es ja unterschiedliche Monsterklassen, wa? Ich nehme mal den Haufen. Den Haufen hört sich an, als wenn ich kacken bin. Das ist schwierig. Der HP ist auch ganz interessant. Hat aber auch nur 70 Treffer. Kommen die mal auch noch mit. So, jetzt überlege ich, ob ich erneuern will oder ob ich gucken will nach den anderen Sachen noch. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr machen kann. Kann ich die anderen Sachen auch machen? Nee. Kann ich tatsächlich nicht. Ich dachte, ich kann vielleicht noch da drüben. Ich muss also mal eins auswählen. Gut. Der Alchemist leuchtet hier so tolle. Verwandt Blut oder Tränen in eine andere Ressource. Zu wenig. Ja. Darum ist hier das Zeichen dran, wa? Also, Ereignis. Kümmere dich um Probleme im Büro. Um den alltäglichen Verwaltungswahnsinn. Und den alltäglichen, Entschuldigung. Evolutionstrank. Ein Angestellter hat beim Putzen einen seltsam unbeschrifteten Trank gefunden und will ihn trinken, ohne überhaupt zu prüfen, ob er giftig ist. Du erkennst, dass es sich um ein Evolutionselixier handelt, plus ein Level. Lässt du es den Angestellten trinken oder behältst du es für dich? Plus 12 Meisterkraft. Was ist denn Meisterkraft? Wenn er das trinkt, ist das gar nicht mal so schlimm. Ich kann den auch verkaufen, konfiszieren oder ermutigen. Ach, ermutigen, dass er säuft, konfiszieren, dass ich ihn habe und verkaufen, um Gold zu kriegen. Hm. Sauf das Ding. Hat er das jetzt gemacht? Kann ich das sehen? Ja, Level 2. Hat er denn noch andere Fähigkeiten? Hm. So, jetzt haben wir wieder einen Händler. Ich habe bloß 290. Da ist ein neues Abenteuer. Komm, wir nehmen noch ein Ereignis. Mal gucken, was wir da so haben. In der Pause hast du das berühmte Rollenspiel Häuser und Menschen. Also nicht Dungeons and Dragons oder sowas. Häuser und Menschen mit deinen Angestellten gespielt. Sie haben viel über sich selbst gelernt. Plus eine Motivation für alle verfügbaren Monster. Hurra! Gut, das war jetzt nicht so notwendig. Aber okay, nehme ich mit. Ich muss mal einen kleinen Moment schnauben. So, Woche 5. Das ist Lachen. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben noch einen Barbar, diesmal Level 2. Wir haben einen Minnesänger, also er motiviert die wahrscheinlich, wa? Also er macht Naturschaden auf alle. Ausweichen beim Helden wenigstens Leben zu Beginn des Kampfes. Oh. Okay. Der hat aber auch 300 Treffer. War nur 140 Moral. Wenn man nur so eine Fettis nachher hat, braucht man echt welche, die Moral runterknallen, damit die schön Schaden erleiden. Oder vielleicht sogar wegrennen.
So, und der hier ersetzt bei ein, was einmal zu Beginn eures Zuges eine ihrer Beeinträchtigung mit einem Bonus 3. Das heißt, der bufft auch noch ein bisschen zu und macht Luftschaden, nicht mal so wenig. Und dann kommst du nach vorne, du nach hinten. Problem ist, ist der Luftschaden. Habe ich die anderen Monster jetzt eigentlich aus der Garnison mitgenommen? Ja, mir scheint so, wa? Das, ach, der Knochenhaufen ist eine Art Falle. Beim Händler, ach so. Gut, habe ich gar nicht gelesen, aber egal. Den Goblin wegen dem Gift? Ja, der nützt das Ausweichen vielleicht nicht ganz so viel. Ja. Nehmen wir die Knochenhaufen dazu. Das andere war der Zauberraum. So, den Yeti wieder in der Mitte, den fetten vorne. Luftschaden, ja. Wie sieht es denn bei euch mit Luftresistenz aus? Haben sie alle, Mann. Dann bleiben wir bei ihm hier. Wir greifen eigentlich hauptsächlich an. Vorne, vorne und Bereich. Okay. Jetzt nochmal eine Demoralisierung. Ja. Und er am Ende. Ja! Das war voll aggressiv hier, guck mal an. Verursachter Schaden und Moralverlust um 30% erhöht. Heißt das jetzt, sein Moralverlust ist erhöht? Anscheinend ja, oder? Also die machen zwar mehr Schaden, aber wenn es halt nicht so klappt, wie sie sich das vorstellen, freuen sie sich nicht gerade darüber, wa? So, wir können den Vordersten vergiften. Ja, machen wir das mal. Jetzt sinkt der schon, oder? Hä? Hey, stand da nicht. Ach, Naturschaden 23? Ach, das steigt wegen dem aufgebracht, ja. Und er weicht den nächsten Angriff aus. Dann schießen wir auf alle, weil vom Hintersten bringt er nichts, er weicht aus. Da, er ist also ausgewichen, aber die anderen haben jetzt noch ein bisschen was abgekriegt. Oh, der hat auch noch Schild jetzt mehr. Scheiße. Mein fetter Tank vorne kriegt schon auf den Sack. Könnte lähmen eventuell. Vielleicht haben wir Glück. Nee, haben wir natürlich nicht. Nochmal vorne. Zieht Gift eigentlich als Naturschaden? Ja. Oh, jetzt kommen nochmal Ratten. Ja, der Flötenspieler einfach. Geil, ey. Oh, jetzt kann ich mit dem Giftfall treffen. Aua! Aua! Ja, da hat die Heldengruppe schon nicht schlecht gearbeitet. Muss man leider mal zugeben. Ach, trifft leider nur den Vordersten, ja. Der Vorderste ist leider eh gleich tot. Durch Angriffe und Fallen erlittener Moralverlust um 50% erhöht. Hm, ich würde über den Vordersten fast einfach rausnehmen. Hm, machen wir das einfach. Ja! Jetzt wird er motiviert, er weicht wieder aus. Komm mal wieder Ratten. So, aber jetzt Feuerball auf. Ach scheiße, der weicht ja wieder aus. Na denn, senkt mal ein bisschen Moral. Oh, dadurch ist der hinten nicht mehr okay. Ich könnte jetzt beide Frost machen. Ja, komm. Machen wir es ein bisschen langsamer. Jetzt sind beide vielleicht noch einmal öfter dran. Noch ein bisschen Moral senken bei euch. Damit ihr noch mehr Schaden kriegt.
So, jetzt schießen wir den weg. Dann ist er auch gar nicht mehr dran. So, dann ist meiner gleich wieder. Warum fällt ein Eisschaden? Da hat er nämlich... Naja, gut. Hat ihn minus 35, ja. Gegen Eis hat der halt richtig... Kriegt er richtig auf den Sack. So, jetzt gibt es noch Blut dazu. Hat er schön viele Effekte drauf. Ist doch schon ganz schön demotiviert, wenn wir das so sehen. Der fette Barbar. Er ist halt besorgt, ja. Ja, wenn ich das noch einer umkippt, komm. Boom. So, jetzt gibt es hier noch einen Eisblock und auf Wiedersehen. Sind halt nur die ersten gekippt, aber die alle nicht. Skelettwissenschaftler. Mhm. Naturschaden, Gift, Luft. Oh. Das Monster, das diesen Helden besiegt, erhält zwei Motivationen. Er kann also Kopfgeld auf jemanden draufklatschen, auf den vordersten zumindest. Für 5 Runden. Der muss den aber auch noch einer tot kriegen. Der macht die halt verwundbarer auf Feuerschaden, Moral auf alles. Hm. Der Kultist macht Eisschaden, Müdigkeit, Moral, Feuer, Moral. Hm. Ich finde den Kultisten ganz schick, den nehme ich jetzt auch. So, wir übersehen hier wieder ein bisschen Moralverlust, aber keiner hat irgendwie nur noch ein oder zwei, damit können wir das so lassen. So, jetzt können wir welche trainieren. Ja, komm, gehen wir mal trainieren. So, finde ich ihn geil, ich finde eigentlich den geil. Der hier hat ein bisschen wenig ausgehalten. Ja, ich auch zweimal, ja. Stimmt. So, wenn ich jetzt ihn hier nehme, minus 225. Oh. Ist ja Level 3 schon. Guck mal an, da sieht man sogar, was passiert. Ich mache den immer fetter. Mhm. Jetzt kann ich bloß noch den Goblin für 100 trainieren. Den finde ich tatsächlich nicht so geil. Den würde ich fast sogar verkaufen. So, ich könnte wieder irgendwelche Ressourcen umwandeln. Will ich nicht, weil ich noch gar nicht weiß, wofür ich die brauche. Fallen wäre auch mal was Feines. Auch gucken wegen Aufwerten. Guck mal, hier gibt es Steuern. Scheiße. Trinken Blut. Ach, das sind Vampire. Oh Mann, das ist ja sehr witzig. Aber was haben wir hier erstmal? Der Alchemistenkram, ja. Ach. 15 zu 10. Ach so, dafür ist das also. Ich weiß halt noch nicht, wofür ich das verwende. 10-10 kriegt man Geld, aber ist echt nichts wert, wa? Gut, haben wir zumindest mal gesehen, es ist immer 15 zu 10. Oder 10-10 für Geld. Also hoffe ich mal, dass es immer gleich ist. Hätte ich vielleicht doch das Ereignis nehmen sollen. Was ist jetzt? Ich könnte Ereignis nehmen oder Steuer eintreiben. Nehmen wir mal. Diese Schickimicki-Vampire sind wieder da, um Steuern zu kassieren. Die aussehen. Allerdings lieben sie Blut mehr als Gold. Sie würden ja sogar eine Aufwandsentschädigung für eine großzügige Blutspende überlassen. Das kostet aber 240 Leben. Ist das von meinem Helden denn? Oder ich bezahle sie. Damit. Dann kriege ich auch Geld. Nee, komm. In dem Leben. Der heilt sich langsam. Ja, dann ist es ja okay. Ich kann sogar nochmal. Und Technik ist Fallen verbessern. Ja, komm, das will ich. So, was will ich davon nehmen? Moral und demoralisieren. Aber das steigt einfach mal auf 20. Hier ist das Demoralisieren noch ein bisschen länger. 30 körperlicher Schaden, wendet Blut 2 an. Statt 10 körperlichen Schaden. Hm, und die Knochen? Noch mehr Moralverlust? Das sah letztes Mal gar nicht aus wie 35. Ja, ich verbessere trotzdem den hier. Hier ist es halt, dass es letztendlich 45 macht, weil 15 und das 3 Runden lang, oder? Verstehst du es richtig? Und der hier macht quasi einmalig 20, allerdings macht der Moralverlust danach erhöhen. Ist schwierig. Weil bis dahin hat sich das nachher wieder aufgelöst. Dann würde ich entweder die Säge nehmen, wegen dem Bluten.
Oder das hier, aber das kostet mir gerade zu viel. Also müssen wir sparen. Es gibt anscheinend auch noch Artefakte. Ah, I almost forgot. The company owns several dungeons that need protecting. We only send teams when our specialists inform us that a group of adventurers are approaching. You will sometimes have the choice of several contracts. The more dangerous the heroes, the higher your bonus if you succeed. Ah, fast hätte ich es vergessen. Dem Unternehmen gehören mehrere Dungeons, die beschützt werden müssen. Wir schicken Teams nur dann los, wenn uns Abenteurer gemeldet werden, die sich nähern. Manchmal kannst du dich zwischen mehreren Aufträgen entscheiden. Je gefährlicher die Helden, desto höher die Erfolgsbonus. Dein Erfolgsbonus. Mit dem Portal... Ja, konkret erstmal. Mit dem Portaldienst des Unternehmens dauert es nur wenige Augenblicke, dich ans andere Ende der Welt zu schicken. Veteran. Ach du Scheiße. Was heißt denn Katastrophe, Ruhezimmer und sowas? Drei Helden. ...125 bis 175 und hier ist auch 125 bis 175. Ich kann entweder Abenteurer nehmen, die auch Stufe 2 oder 3 haben. Meisterbonus und Monster. Ich will halt den Meisterbonus an sich vielleicht mal gucken. Vielleicht erfahre ich, was das direkt ist. Ach, der kriegt bestimmt Erfahrung einfach nur. Wie level ich den eigentlich? Ich meine, es leuchtet ja bei ihm. Ach, auf ihn einfach draufklicken, ja. Das ist natürlich logisch. Er hat keine Talente mehr. Was haben wir hier? Ist der Tür? Wo kommt er denn her? Als Belohnung für die Mission, was? Ah, okay. Die kann ich bloß einfach nochmal anpassen. Archivar? Ah, hier gibt es noch eine Übersicht, was es alles gibt. Oh Gott. An Artefakte, an Monster. Oh. Grasseestalten und Fallen. Gibt aber auch echt viele Zeug. Geil. Geil. Wenn es dennoch extra gibt. Ich hoffe, dass das jetzt noch nicht alles war, was da gerade angezeigt wurde. Also auch mit den Erweiterungen, dass da noch was dazukommt? Oder war das alles? Egal. Oder? Steht hier was dran von Erweiterung? Steht nicht so direkt, ne? Nur Fürst. Nur Schamane. Nur Göttin. Na gut, ignorieren wir das jetzt. Wie komme ich hier wieder zurück? Da. So, wir haben sie Woche 10. Wie lange müssen wir überhaupt überleben? Oder es schaffen? Das ist halt, dass es noch mehr Monster gibt. Die brauche ich jetzt, finde ich, gar nicht mehr so dolle. Allerdings bringt das halt auch mehr Geld, wenn ich die Stufe 3 Dinger schaffe. Bei beiden muss ich eine Festung oder eine Eishöhle. Komm, wir nehmen mal was Schweres, wa? Kommen da gleich zwei Gruppen jetzt? Wir werden sehen. So, wie sieht's denn hier aus? Der macht Naturschaden und Gift, Feuerschaden. Feuerschaden auf alle. Hier hinten will ich also schnell loswerden an sich. Wie sieht deren Rüstung aus? Der hinten hat nicht allzu viel Rüstung, und da komme ich erstmal nicht ran. Der hat 120 Treffer, der hat nur 100. Nehmen wir den. Der muss ich mal eine Runde ausruhen. Ja, machen wir mal so. Wobei, ich glaube, den hätte ich den erst in das Ding reinschicken müssen. So, wir nehmen den Knochenhaufen. Hier ist noch der Zauberraum. So, der Yeti wieder an zweiter Stelle. Der wieder an erster. Wie sieht's aus? Feuer oder Luftresistenz? Luft minus. Der erste hat halt Luft- und Feuerschwäche. Aber die anderen haben halt Feuer und Luft. Richtig dicke. Also nehmen wir mal Luft. Die vorne sein müssen? Nö, ist eigentlich egal, wa? Treffen die ihn hauptsächlich an? Vorne, hinten, Bereich. Wie viele Treffer hat die? Nur 70. Das heißt, die ist mit einem Angriff von dem Bogenschützen weg. Ist, wenn ich denn den Fetten dahin packe und sie in die Mitte.
So, denn. Ich könnte ja nichts weiter aufwerten. Moral weiter senken. Oder bluten lassen. Was ist das hier eigentlich? Irgend so ein Zeichen noch dran. Anfangsdauer von erhaltener Beeinträchtigung eine Sekunde verringert. Eine Zug verringert. Das ist okay. Dann nehmen wir doch aufgebracht hier drin. Hält wenigstens noch eine Runde länger. Hält ja 3 Runden. Ach du Kacke. Der hat die Reihenfolge verändert. Scheiße. Ich hätte gar nicht drauf geachtet. Da hinten muss halt weg. Fuck. Fuck. Oh, machen die Damage. Ja, der hinten muss weg. Mann hat überlebt. Darf der heute? Nein, hat er nicht. Oh Gott, jetzt stirbt man am Gift. Nee, schon am Feuer. Ach du Kacke. Das macht ordentlich Feuer schon. Und damit senke ich natürlich den Angriff und erlittenen Moralverlust um 50% erhöht. Was hatte ich hier jetzt dabei? Nichts, was großartig Moralverlust macht. Also feuern wir den ersten mal in den Wind, damit der nicht mehr so viel aushält. Scheiße, jetzt soll ich gleich wieder eine Reihenfolge mischen, oder? Ach, das Mischen... Nee. Warte mal, Windstoß wenden wir auf alle an. Das auf den ersten, dann sind wir den los. Dann ist der nicht nochmal dran. Ja, ja, der Yeti ist zwar nicht so geil, auf Feuer zu sprechen. Vielleicht mehr achten sollen. Ich glaube, der kommt nicht nochmal dran. Wenn der jetzt einmal dran war. Aber den hintersten... Was? Wie fährt der? 2 HP. Leck mich doch. Ist doch nicht euer Ernst. Kann der Sack das überleben? Na dann jetzt. So, bleibt jetzt nur noch der Bogenschütze. Immer noch nicht schön. Ist die schon beeinträchtigt? Leicht nur. Aber es dauert durch zu lange, also klopft mal einfach weiter drauf ein. Wieso hat die so viel Rüstung? Na gut, jetzt kriegt sie zumindest ordentlich nach und nach, aber die haut halt alles nochmal um. Dabei macht die schon 10% weniger Schaden, das ist eine kranke Scheiße. Gibt meiner gleich auch noch. Shit. Jetzt können wir bloß Moral senken. Das ändert gerade nicht allzu viel, weil es ihr nicht stört. Greift die nochmal zuerst an? Ja, weil sie schneller ist. Aua. Aua. Oh Gott. Und weg mit dir. Sind aber weitergekommen, die Schweine. Goblin-Trommler. Hier haben wir nochmal Eis. Hat einfach mal keine Treffer, außer der hier. Verlangsamt halt im besten Fall alles. Ja, komm. So, ja, ich muss die langsam mal woanders hinschicken. Ist mir schon klar jetzt. Doktor. Für mich selber, oder? Brauche ich nicht. Über die Fallen nochmal verbessern. Aber ich könnte halt erstmal ihn hier. Warum tauschen? Nee. In die Garnison würde ich den schicken.
Ach so, jetzt raff ich das hier erstmal. Die kann ich erstmal wegpacken. Die haben mehr. Okay. Sieht ein Eisklumpen mit hier vorne hin? Und die noch da drüben? Weil ich brauche halt auch keine zwiefetten Orks am Anfang. Was hat er gemacht? Feuerschaden, Moralverlust. Ist ja nicht schlecht, wenn man die Moralverlust-Sachen früh macht, wa? Wenn man sie schon mitnimmt, reinnimmt. Die heilen sich jetzt auch noch, oder wie? Sind doch heile. Ach nee, ist das einfach Symbol, damit die Motivation wieder kriegen. Gut. Techniker. Weiter? Noch mehr Moral? Ja, ich muss mal eine Sache verstärken. Ich habe jetzt nicht so viel, um Moralschaden zu machen, dann soll das Ding das machen. Und ich kann höchstens noch mal Moral bei ihm hier. Wollte ich ja eigentlich auch, oder? Komm, wir gehen gerade so ein bisschen auf Fallen aufwerten, ja. Wobei, ich habe ja auch den Yeti aufgewertet. Ja, Alchemie brauchen wir nicht. Komm, Ereignis. Es ist wieder Zeit für eine Inventur. Bei den Aufräumarbeiten hat einer deiner Angestellten ein merkwürdiges Objekt gefunden. Möchtest du es für dich behalten, versteigern oder den Angestellten schenken? Mama Brigittes Knochen. Soll das vielleicht Mama Brigittes Knochen heißen? Monster, die in einer Gruppe mit ausschließlich Skelette platziert werden, erhalten 15 zu allen Resistenzen und 30 auf Rüstung. Na, jetzt wissen wir, was der Wert heißt. Oder was, wozu die Symbole sind. Aber wo sehe ich denn das jetzt hier? Achso, das sind alles so ein Ork-Köppe, das ist Skelett. Das heißt, ich müsste eine Gruppe nur Sonne machen und eine Gruppe nur sowas, wa? Ich könnte es ihm hier geben, das bringt mir ja gar nichts. Wo, nee, warte, wenn ich ihm gebe, bringt mir das was? Plus ein Level. Ich kann dem also ein Level steigen lassen, damit Geld machen. Ja, komm, nimm ein Level. Therapeut. Die Moralprüfung des Angestellten durch einen Therapeuten. Steigt das denn, wa? Das brauchen wir nicht. Schwarzmarkt. Verkaufe Monster, die nicht länger nützlich sind. Nicht verfügbare oder verletzte Monster sind weniger wertvoll. Das betrifft eigentlich ihn und ihn vielleicht. Komm, wir gucken mal, damit wir das auch mal gesehen haben. Ah, okay, so sind die Preise. Den will ich nicht. Ich kann nur einen verkaufen. Ich habe lieber den Goblin verkauft. Egal, gut. Geschäftsreise. Wähle einen Angestellten, der die Betriebsabteilung während einer Geschäftsreise beschützt. Mhm. Raubzug entsende 3 Freiwillige, um einen Ort deiner Wahl zu plündern. Aber die sind ja dann weg und dann brauche ich lieber Abenteurer. Komm, Geschäftsreise. Der ist 18 Wochen denn weg, oder was? Die Geschäftsführung möchte, dass du einen deiner Angestellten zum Schutz oder für Betriebsabteilung mit auf Geschäftsreise schickst. Du wirst selbstverständlich entsprechend entlohnt. Ich kann den Goblin wegschicken. Alter, es gibt nur 75 für 5 Wochen. Hier 18. Alter, wie lang denn? Und das bringt fast nichts mehr. Das einzige ist eine Wunderpille. Hintere Monster führen einen zusätzlichen Angriff aus, aber von ihren 20 Geschwindigkeit und beginnen Kämpfe mit minus 50% ihres Lebens. Was für ein Schmutz. Zwei Moral ist jetzt auch nicht geil. Ist ja sowieso schon reingepackt. Da gibt es halt Blut, aber ich will den nicht loswerden. Zumal ich gerade den anderen davon verkauft habe. Ach, scheiße. Eklig. So, Abenteurer.
Also, wir haben wieder den Barbaren, diesmal einen Kräuterkundigen und wieder so einen ekligen Minnesänger, der jedes Mal einen Angriff ausweichen kann. Ignoriert den ersten Angriff auch noch. Hält einmal 25% des maximalen Lebens einen Helden nach einem Kampf. Scheiße, wir haben also einen Heiler, jemanden, der ausweicht und einen Barbaren und alle Stufe 2. Wie sieht es denn hier mit den Resistenzen aus? Der in der Mitte hält nicht allzu viel, aber der vorne hält dicke. Also, was heißt nicht hält allzu viel? Der hinten hält am wenigsten aus. Aber ich meine, bei Luftresistenz und Rüstung. Der vorne hat halt wenig Eisschutz. Aber der greift halt nur Eis hinten an. Ich wollte ihn dahin schicken. Komm, geh noch nach vorne. Zwei von dem halt nicht allzu viel Moral. Vielleicht muss ich hier die Moralkarte spielen. Der greift wen an? Vorne, hinten, alle. Der hat ja auch keine Treffer. Wann ist denn der dran, wenn ich den reinpacke? Zumindest relativ zeitig, dann kann er jetzt einmal was machen. Na komm, wir probieren den mal aus. So, hier gibt es denn den Knochenhaufen. Du kommst in der Mitte, du kommst vorne, du kommst hinten. Da kommt das Horn und da kommt der Boss. Ich denke, wir haben verloren, wenn er hier fällt, wa? Das ist so unser. Ja. Unser Anführer halt. Oh, so geil. So, jetzt sind sie erstmal alle wieder aufgebracht. Scheiß Rattenangriff. Dafür sind meine davon auch aufgebracht. So, ich finde aber schwierig. Ich gucke mal hier unten und hier oben sind aber die Sachen nochmal angezeigt. Das ist noch ein bisschen verwirrend für mich, weil das dann auch über den Monstern so drüber hängt. Aber gut, so, das sinkt aber auch fast gar nichts. Also müssen wir das hier machen und den vordersten, dann ist er ein bisschen müder. Ja, die Wurst, der kippt. Alter, cool, wie der zusammenfällt. So. Trifft den hintersten, aber der weicht halt aus. Noch mehr verlangsamen? Bringt das was? Einfach nur länger, denkbar. Bisschen demoralisieren, soll ich wirklich darauf gehen? Scheiße, das wird echt schön eng wieder. Ich komme halt nicht an die meisten ran und dann haben die auch immer so ein scheiß Ausweichen. Ah, was ist das denn? Resistenzen auch noch reduziert. Komm, jetzt aber. Bumm. Muss er bloß noch sterben irgendwie. Ich komme halt nicht ran an den. So, jetzt hält der vorne nicht mehr so viel aus. Da kriegt er jetzt 50%? Ne, 35% mehr Schaden. Ach ja, kriegt er 75% mehr. Ja, schade. Ich habe gehofft, nochmal einen Eisangriff machen zu können, aber darauf wird nichts. Noch weiter sinken? Ne, droht er jetzt. Stirbt jetzt eh wahrscheinlich. Das. Ja. Ich soll einfach da liegen, ey. So, noch mehr Moral. Ja, schade, das hätte lieber die Moral bei einem anderen vor der E senkt und nicht nur den ersten. Das ist ja fast bei Null, der rennt ja gleich weg. Dann rennt der erste zumindest weg. Gucken, ob wir den Tränen kriegen am Ende, weil der wegrennt. Jo, will er ausweichen und entsetzt ist er auch. Okay. So, jetzt können wir auf. Ach so, wegen Ausweichen. Ach man. Dann sinkt man weiter die Moral eben.
Naturschaden trampeln, verlangsamt gleichzeitig. Auf Monster vor Skelettbulle an. Ach so. Den muss ich also an zweiter Reihe vielleicht stellen. Na gut, nächstes Mal. So, sind sie ein bisschen angewurzelt oder sowas? Ein bisschen langsamer noch? Die Rüstung hat der vorne. Hat er schon minus 35, aber ich kann den betäuben. Hat leider nicht geklappt. Aber tschüss. So, noch ein bisschen Moral verloren, weil dein Kollege gerade umgefallen ist. Und nochmal verlangsamt. So, muss betäuben einfach weiter. Ja, jetzt kann er einmal nichts machen, da. Noch geiler. Ich könnte einfach noch weiter demoralisieren oder einfach Feuerbälle reinbatzen. Feuer hat er zwar ein bisschen Rüstung, aber ist nicht so schlimm. Guck mal, der ist ja in beiden Werten fast weg. Tatsächlich, guck mal an, jetzt können wir drehen, weil die weggerannt sind vor Heulen. Tasche von Aelus. Luftschaden und verlangsamen. Das ist eine Falle, wa? Der Ofen. 15 Feuerschaden und wendet Brennen an. Die Giftpflanze vergiftet einfach nur. Da kann man echt die heftigsten Kombos bauen, wenn ich jetzt alles auf Gift mache. Ja, dann kommt man hier noch schwach gegen Natur und dann kannst du richtig noch mehr Gift schaden. Also quasi einen Raum mit Gift und dahinter dann einen Raum mit Leuten, die Giftschaden machen. Damit die Naturresistenz auch nochmal ordentlich gesenkt ist für 4 Runden. Richtig Damage macht. Vor allen Dingen, sie senkt das ja um 40. Das heißt, selbst wenn er eine Resistenz hat von 25 oder sowas, dann ist sie danach ja ordentlich runter. Ich weiß gar nicht, was ich hiervon nehmen soll, wenn ich ehrlich bin. Luftschaden und Verlangsamen, Naturschaden und Schwäche vor Natur. Ich habe jetzt nicht so viel Gift. Der Goblin, der ist ja nicht mehr so da. Der ist ja gerade auf Reise. Die meisten machen Feuer. So, hier sieht man, der muss, glaube ich, mal in Pause gehen. So, wir haben ein Ereignis, Raubzug oder Händler. Wir haben ein bisschen Geld. Ich frage mich, ob die gleich wiederkommen bei so einem Raubzug. Achso, der ist ja auf Geschäftsreise, ja, stimmt. Jetzt habe ich vorne halt. Na doch, das passt, glaube ich, noch. Mal so. Plus 24 Leben pro Woche, hält sich ganz langsam, ja. Wir testen mal den Raubzug. Gold kosten 100 plus eine Moral. Verlustrisiko für 100%. 3 Freiwillige, 2 Wochen. Was kann das so sein? Dass die weg sind? Hier finden wir ein Monster und verdienen Moral. Hier gibt's Geld. Aber ein Freiwilliger, 3 Wochen, könnte verletzt werden. 20% auf ein Monster. Hier gibt's eher Geld. Und hier kriegen wir auf jeden Fall ein Monster, verdienen aber alle Moral. Das wäre bei ihm jetzt nicht so schlimm, weil ich den eh gleich in Pause schicke. Der Besuch bei diesem unheimlich praktizierenden verbotenen Magie. Was? Bei diesem unheimlichen praktizierenden verbotener Magie. Müsste das denn nicht Magier heißen? Bereiten deine Freiwilligen Albträume, aber es hat sich gelohnt. Der Nekromant hat ein Monster beschworen, das dir dienen wird. Henry, das ist der Skelettjäger. Das selbst aussieht wie ein Skelett. Haha, so Quatsch. Woche 17. Woche 17. Ja, machen wir da. Ereignis, Raubzug nochmal? Wir haben gerade relativ viel Geld. Wir schauen mal nochmal zum Händler. Oh, guck mal, Skelette da. Ich könnte echt alles auf Skelette trimmen. Oktopus-Statue, auch nochmal schön Moral. Oh, finde ich eigentlich sehr geil. Der macht halt nur Bluten, ja.
Monster hinter Skelette dort erleiden halt weniger Schaden. Das ist also so ein bisschen schön am Schützen hier. Beschützer, okay. Der ist halt Naturschaden und Panzer. Mhm. Ne, den finde ich jetzt nicht so geil. Ich finde die hier vorne ziemlich geil. Immer noch ihn mehr. Den müssen wir eigentlich auch noch mal rüberschicken, wir gleich mal alles machen. Hier vorne den jetzt als Tank zum Ersatz. Ja, okay. Workout. Dieses Training in der Sporthalle hat es in sich. Auch ein Monster muss fit bleiben. Schauen wir uns das auch mal noch an. Die Ringe. Selbstgeißelung oder Kurzstreckenlauf? Die kann ich aber nicht nehmen, wa? Warum nicht? Ach, der braucht Tränen. Ach, die brauchen Blut. Und Geld. Dafür kriegt wer Leben? Ich? Wer kriegt das? Ich selbst habe jetzt... Also mein Held hat mehr Rüstung? Okay, falls man auf den geht. Ich könnte den sogar noch mehr geben. Jetzt habe ich 1200 Treffer. Ja, aber hier kann ich vielleicht mehrere Trainingssachen machen. Okay, dafür sind die Ressourcen also da, um meinen Helden noch mal ein bisschen zu buffen. Mein Sklavenhalter. Mauk. So, jetzt haben wir also wieder die Auswahl zwischen Abenteuer. Alter, die haben ja schon 4 Schwerter. Ich verstehe nicht so ganz, warum da quasi 2 Sachen sind. Ach, weil ich einfach nur draufhalte, zeigt der von beiden an. Das hier ist die alte Pyramide, Stufe 4. Gibt es ein Artefakt, ein bisschen Geld. Das Artefakt wird halt was sein. Aber halt 4 Schwierigkeitsgrad und hier nur 2 Schwierigkeitsgrad. Hm. Wollen wir nochmal richtig schwer machen? Ja, komm. Zum Abschluss nochmal richtig schön schwer pushen hier. Gleich erstmal der Knochenhaufen am Anfang. Den greifen die an ja hauptsächlich vorne, Bereich Spezial. Das langsamste Monster. Ne, der hier. Also auf den hier. Der kriegt also Eis ab. Das ist natürlich ungünstig gegen ihn. Naja, gut. Was haben die denn weniger? Luft. Feuer, Feuer. Habe ich alles gerade nicht so direkt. Bisschen nur. Mindestens 2 Beeinträchtigungen. Der wendet Bluten an. Der wendet Gift an. Der ist wie schnell? 50, 80, 100. Das heißt, dann müsste der die zweite Runde überleben. Komm, wir probieren das. Könnt jetzt alles hardcore durchrechnen, aber... Das ist also Henry, unser Skelettjäger. Der hat 7 Moral immerhin. Der hat Probleme mit Luftschaden, ja. Aber gut, der macht Eis und der macht Eis. Und Henry hat mit Eis auch minus 20%. Hm. Alle Eisprobleme, außer er hier. Und dafür haben die Gegner alle Feuerprobleme. Lassen wir Henry erstmal noch hier. So. Sieht cool aus hier, die Pyramide so. So, erstmal fangen wir gleich mal an, deine Moral zu senken. Gerade im Dungeon gelaufen, schon ein paar Knochen gefunden. Und gleich erstmal so ein bisschen entmutigt. Nee, wachsam. Wachsam, besorgt, rasend. Na gut, ist ja trotzdem entmutigt. Innere Leere, ja gut, Eisschaden. Wie sieht es bei euch mit Eisresistenzen aus? Die sind eigentlich ziemlich geil bei euch. Okay, dann machen wir den Kram hier. Das war für den Anfang noch nicht so viel. Aua. Das
sie jetzt eigentlich da? Hat sie schon wieder durchgerührt oder was? Ja, Naturresistenzen haben sie eigentlich auch ein bisschen. Aua! Aua! Gott, die hauen ja richtig durch. Scheiße! Alter, die sind auch so oft dran, Mann! Das ist halt eine schnelle Heldengruppe, wa? Scheiße! Ich hab nicht gehofft, dass die so schnell durchgehen. War vielleicht nicht so geil, die auf den Mut zu versuchen, so durchzudrücken. Jetzt krieg ich, glaube ich, auf den Sack. Jetzt kommen wir nicht mal dran. Fuck. Ich kann die verlangsamen, aber ich weiß nicht, ob meine denn noch mal öfter drankommen. Meine haben hier null Tempo. Sind ja immer noch schneller als meine, wenn die null haben, oder? Der einzige, der noch mal schießen kann, ist der hinten denn. Aber das für hinten war ja gar nicht so schlecht. Komm, wir machen das noch mal. Ah, das hätte eh nichts gebracht, den zu verbessern, wa? Wenn ich den hinten noch abfackeln könnte, wäre geil. Gott. Wie schaden das ist. Uha. Das ist schon ordentlich Moral, aber jetzt ist es schon im Endraum. Alle drei. Oh, feier. Ausreicht, dass sie abhaut, verdammte Scheiße. Aha. Wie oft sind die dran, Mann? Einfach zu schnell, die Bastarde. Komm, den vorne kriege ich ja nicht tot, den müssen wir jetzt loswerden. Das demotiviert die anderen zumindest auch erstmal ein bisschen, oder? Nee, reicht nicht ganz, damit die demotiviert sind. Oh Gott, ey. Wenn ich den hintersten angreifen könnte, aber komme ich, glaube ich, jetzt nicht ran, ne? Nicht wirklich. Na, dann müssen wir so drauf hauen. Ja, wenn er demoralisiert wäre, hätte ich 15% mehr Schaden gemacht, dann hätte es gereicht. Na gut, jetzt haue ich ihn trotzdem weg. Trotzdem machen die übel Schaden. Der heilt auch nochmal. Geht hier ab, ey. Bastarde. Die Falsche macht jetzt schon ordentlich Schaden. Arg viel Schaden erlitten. Ja, die Wunderpille fand ich von vornherein schon kacke. Der Stein der Weisen. Der Alchemist kann 150% zusätzlich Gold verwandeln. Blut und Tränen können äquivalent verwandelt werden. Okay. Oder ein Monster halten. Ja, komm. Das. Ja, ja. Da haben sich welche ausgeruht. Gucken wir uns den Doktor an. Nett. Der Betriebsarzt wurde bestellt, um nach deinen letzten Aufträgen ein paar Tests durchzuführen. Der Doktor kümmert sich um deine Truppen. 264 Leben geheilt. Eigentlich heißt das nicht um meine Truppen, sondern um meinen Sklavenhalter. Aber gut, ist egal. Wir danken ihm. Ihr seht, hier ist noch einiges los. Wird jetzt ein bisschen schwieriger langsam. Wir haben 20 Wochen gespielt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.